Was geht, Leute? Ich bin's mal wieder, euer Nerd Fox. Wir spielen heute ein Horrorspiel namens Blair Witch für VR. Ja, ihr habt richtig gehört, Blair Witch, bekannter Horrorfilm, gibt's jetzt auch für VR oder allgemein gibt's jetzt als Spiel und diesmal jetzt auch als VR-Version. Und ich bin gespannt, es sah schon mal sehr schön aus, die Bilder. Nicht wie der Film, aber so ähnlich. Spielt im Wald, wir haben einen Hund. Und wir haben ein Rätsel zu lösen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ich hasse Horrorspiele. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ja. Blair Witch. Für VR. Wir befinden uns in einer Hütte, schätze ich mal. Mit unserem Hund, den wir jetzt einfach mal spaßeshalber Ghost nennen. Was mir gleich auffällt, die Grafik ist top. Die FPS habe ich gut eingestellt. Mit 200% Super Sampling. Und wir haben jetzt schon eine Auswahl an Dingen. Halsband. Ich denke mal, das ist nur so eine. Für eine Spielerei. Natürlich rot. Wir können hier die Farbe des Hundes. Wir gehen auf weiß und signieren den Spaß. Gott, meine Schrift. Ah! Ja, was soll ich sagen? Schreckliche Schrift. Ein kleines Flugzeug. Ich gucke mich hier ein bisschen Menü an, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Feature, dass man schon im Menü interagieren kann, greifen kann. Man kann sich schon ein bisschen vertraut machen mit der Steuerung. Gefällt mir. Und viel cooler ist, was ich ja schon auf den Screenshots gesehen habe, man kann sich dem Hund widmen. Denn das wird mein neuer bester Freund. Zumindest im Spiel wird er mich begleiten. Und dann hoffentlich auch beschützen. Gell? Ghost. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Gut, aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt in das eigentliche Geschehen. Oh, ein Ball. Hey, Ball, hol! Okay, dann nicht. Und zwar starten wir einfach ein neues Spiel. Und schauen uns das Ganze mal an. Okay. Sag gleich was dazu. Telefon? Das
Gehen wir ran oder nicht? Na gut. Hey, Alice. Jess, hey. Yeah, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? Warum nicht? You know why? You know what? Was? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. Ja, dann sag's doch. I'm glad you did. Listen, yeah. I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Natürlich. I'm getting off, buddy. Okay. Gleich, Ghost. Wir sind also im Wald. Nochmal zur Grafik zurück. Es sieht traumhaft aus. Hätte ich nicht gedacht. Es läuft gut. Quasi gecapped wieder auf 45 FPS. Bin ich ja so gewohnt. Das Feeling gefällt mir echt gut. Das Spiel ist von Lionsgate. Also, Lionsgate kennt man ja von diversen Filmen. Deswegen hoffe ich mir jetzt auch... Oder vielleicht haben sie einfach die Rechte an Blair Witch. Nicht sicher, aber es gefällt mir sehr gut. Wir sind also auf der Suche nach diesem vermissten Peter Shannon. Und ich habe ein unwohles Gefühl. Wie ihr wisst, bin ich kein Freund von Horrorspielen. Aber das wird sich jetzt in nächster Zeit ändern. Und deswegen tue ich mir diesen Mist an und nehme diese Kiste mit mir mit. Etwas. Ich komm ja, Ghost. Ich komm. Was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Pfeife. Bin mir aber nicht sicher. Ducken können wir? Okay. Können aber auch einfach selber ducken. Also das mit der schiebe ich noch nicht. Ja, da gehen wir gleich wieder gucken. Kann ich hier diesen Weg laufen? Ich kann nicht einfach umkehren. Okay, wieder nicht. Gut, du bewachst einfach die Stelle, Kiste. Und wir gehen jetzt einfach den Weg entlang. Oh Leute, die Grafik sieht echt sehr gut aus. Tut ein bisschen laggen hier, ja, ein bisschen. Ich muss mich doch ein bisschen mit dem Super Sampling runter. It looks like they started without us, huh? Let's get moving. Ja, ein bisschen müssen wir runterschalten. Das machen wir schnell. So. Grafik ein bisschen angepasst. Müsste jetzt eigentlich so passen. Wenn nicht, müssen wir halt ein bisschen nachjustieren. Also das Spiel hat von Anfang an schon vorgewarnt, dass Gewalt verherrliche Szenen zu sehen werden könnten. Nur darauf ein kurzer Hinweis. Schaut nicht hin, macht die Augen zu oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, wenn euch das zu krass wird. Macht euch die Augen zu und stellt euch vor, wie ich wie ein kleines Mädchen rumkreische, dann ist es vielleicht weniger schlimm. Okay. Ghost will, dass wir hier die Tür aufmachen. Das machen wir gleich. Hoffentlich springt uns nichts an. Okay. Find this kid. He's been through enough already. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hosen zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nach dem wir suchen. Du erreichst Sheriff Lanning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich anzuschließen. Mensch, Ghost, ist gut jetzt. Ist gut. Ganz ruhig. Ja, ich... Sorry, Anthony. First come, first served. Yeah, I'll call Lanning once I'm in the forest. Gut, dann gucken wir mal. Give him a call once I'm in the forest. Okay. Später also. You found something, buddy? We're not leaving anything around, right, boy? Soda. Kann man mitnehmen, okay. Wir gucken uns auf jeden Fall hier großzügig um. Okay, ein leichter Bug. Hat aber trotzdem die Navis. Das ist der Junge, den wir suchen. Peter Shannon. Vermisst. Peter Shannon, 9 Jahre. Ist männlich, 1,34 groß, 31 schwer.
braune Locken, braune Augen. Peter trug zuletzt ein grünes T-Shirt und eine Schirmkappe der Baltimore Ravens. Er wurde zuletzt am 15.07.96 in Birkensville gesehen. Okay. Einige während des Spiels gefundene Gegenstände werden in deinen Rucksack verstaut. Aha. Trinken kann man also. Wichtig. Holzpuppen und den Müll. Warum sollte ich den Müll mitnehmen? Wir haben ein Journal. In Farbe, okay. Typischer amerikanischer Junge. Das wird noch interessant. Okay, dann wollen wir mal. Ich weiß, ich zögere gerade ein bisschen die Zeit hinaus, weil ich einfach keinen Horror mag. Zusammenfassung. Peter Shannon wurde am 15.09.96 als vermisst gemeldet. Untersuchungen. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannons Mutter, über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Die erste Untersuchung ergab folgendes. Peter wurde zuletzt am 15. September 96 um ca. 11.20 gesehen, als er sich auf den Weg zum Haus seines Freundes machte. Mrs. Shannon hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Oh, ein Donut. Okay. Dann kein Donut. Oh, looks like they have the whole forest covered. Wo sind wir denn? Birkensville. Hier ist Birkensville. Birkensville. Aha, aha. Rocks. Ich würde sagen, keine Ahnung. Aber scheinbar müssen wir da entlang. Wir müssen nochmal hier die restlichen Autos an. Also die ganze Behörde ist hier wahrscheinlich mit am Suchen. Der Sheriff, paar freiwillige Helfer. Ich habe keine Ahnung, welche Rolle ich hier habe. Bin ich auch irgendwie ein Beamter oder... Na gut, er hat ja gesagt, dass er sich der Suche anschließen wird, was aber nicht automatisch bedeutet, dass er irgendwie eine gewisse Profession hat in dem Gebiet. Wahrscheinlich auch nur ein freiwilliger Helfer ist. Deswegen schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ich habe so das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Was ist das? Oh, eine Holzpuppe. Eine Holzpuppe. Man darf nicht mit dem Fahrrad rein. Damn. Kann ich rennen? Okay, rennen geht auch. Im Spiel kannst du deinen Hund Befehle geben. Versuche die Pfeife zu greifen. Sie wird Bullet automatisch rufen. Mhm. Bullet! Bullet, search! Bullet heißt er, okay. Ja gut, dann nennen wir ihn halt Bullet. Such Bullet. Also wenn man schon dieses Feature hat mit der Pfeife, kann ich mir durchaus denken, dass der Hund uns auch echt eine längere Zeit begleitet. Was ist das für ein Geräusch? Da geht's weiter. Mich beschleicht das komische Gefühl, dass wir hier eigentlich gar nicht sein sollten. Was ist? A photo. Alcadius. Okay. Okay. Auf den neuen Taten. Ich hab ein übles Gefühl bei der ganzen Sache. Let's do this. Come on, Bullet. Let's go find this kid. Thank you.
Bitte eins. In den Wald. Das ist eine Gatling? MP? Schau mal, wird es langsam dunkel. Auch hier, die Grafik ist richtig gut, Leute. Okay, wir sind also jetzt im Wald. Dann können wir mal gucken. Can anyone hear me? Hello? Scheinbar noch zu früh. Come on, look around, boy. Dann fangen wir mal an mit der Suche. Schau mal, ob du irgendwas findest. Oh boy. Na komm. No point in waiting any longer. Let's call Lanny. Spiel kannst du mit Hilfe des Funkens kommunizieren. Ja, hab ich doch versucht. You copy? Delos, what are you doing out here? Wir heißen also Alice, okay? Party. Delos, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets. Hast du etwas gesehen? If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Well, time to get to work. Also ich halte immer schön Augen offen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel Easter Eggs hat, aber ich will nichts verpassen. Und wenn es nur kleine Hinweise sind, mein Sammlertrieb möchte alle Holzfiguren sammeln und irgendwelche Hinweise. Ich möchte nichts aus den Augen lassen. Was ist das zum Beispiel? Ein Absperrband. Okay. Hat wohl aber nicht viel gebracht, das abzusperren. Wenn er schon wieder auf ist. Ah, solange es hell ist, ist alles safe. Da fühle ich mich wohl. Ich mag Wälder. Doch, wirklich. Ich laufe gerne im Wald herum. Höre hin mit den Vögeln zwitschern. Die frische Luft. Von Pinienwäldern und was weiß ich. Blumengedöns. Oh, looking for Peter, not the search party, buddy. Sammle ich jetzt die... was? Was dann? Ein Bär. Ein Bär. Boah, Bullet, ey. Also dieses Rumgebälle. Geht mir schon ein bisschen auf die Nase. Oh. Ja, dann gehen wir mal den Weg, wo Bullet uns ruft. Was ist denn? Was macht den Weg? Oh Gott! Warum liegen da irgendwie random? Kann ich sie anrufen? Kein Empfang. Nachrichten. Tschüss. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Wenn Sie Zeit haben? Warum so förmlich? Anlagen, was nur noch heute ist jede Pizza 3% günstiger. Geil. Hier als klar schauen wir immer. Oh, dann zeige ich Ihnen. Wie? Was denn? Wo kommt der Rassen öfters so besser? Boah, ist da viel Reizüberflutung. Ja, machen wir später mit dem Handy, wenn alles mal ein bisschen ruhiger ist. Auf jeden Fall hat man echt viel Möglichkeit zu laufen. Das gefällt mir echt ganz gut.
Jetzt holen wir ihn mal kurz. Bullet! You got anything? Stay close, Bullet. Just some garbage. Komm her. Careful there, Caldwell. Goddamn, okay. Der kommt. Ich will mal gucken, warum ich den Tierarzt geschrieben habe. Es sind zwar viele Nachrichten. Und zur Erinnerung, du solltest ihm zweimal täglich eine 5-Kapsel verabreichen. Ich habe gerade dieses merkwürdige Video hinten. Da war eine Frau, die mit ausgestochenen Augen in einem Schlafzimmer stand. Doch dann ist mir etwas aufgefallen. Es war dein Schlafzimmer. Sie wird dir heute Nacht die Augen stechen, während du über... Oh, so ein Kettenbrief, ey. Schlaf gut. Treffen wir uns eine Stunde später. Könntest du zur Tür kommen? Weil ich möchte sie an ihren Termin. Ich muss darüber nachdenken. Was willst du darüber machen? Ich soll dir sagen, dass er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Schöne. Telefonbuch. Spiele! Ist das dein Ernst? Snake? Wie geil ist das denn? Geil. Wenn ich Angst habe, spiele ich Snake. Deal. Was haben wir noch? Spiele, Einstellungen. Was haben wir für Einstellungen? Design. Aha. Wir machen eine Katze. Klingelton, was haben wir? Voll panisch. Boah, ich hasse es. Alter, das stirbt nun. Oh, das gefällt mir. Helligkeit braucht man nicht. Tasten. Gut. Sieh's. Okay, weiter zum eigentlichen Spiel. Wir haben hier eine Brücke aus Holz. Okay. Du kannst mal schön weitersuchen. Such mal irgendwas, was interessant sein könnte. Bis jetzt hast du auch immer irgendwas gefunden. Ich gehe mal kurz den Weg. Wir sind jetzt bei Kapitel 1. Joch, ey. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Wald jemals so gefährlich war. Open World? Wir können selber entscheiden, welche Wege wir gehen wollen. Da ist was. No, I doubt it's connected with the case. Hier waren sie also und haben den Wald verpestet. Hast du was gefunden, Bullet? Was ist das? Bullet, fetch! Hol's mal bitte. What'd you find? Let me see. Come here. Hier, gib doch hier. Baltimore Crows. Miss Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Bullet! Ich mal dran. Come on, buddy. Sniff. Okay. Das muss ich vielleicht... melden. Anybody there? Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Ich warte doch nicht, bis es dunkel wird. Bin doch nicht des Wahnsinns. Oh, Leute! Ja, ihr müsst doch mal aufpassen hier. Ich bin jetzt hier auch noch dafür zuständig, hier den Wald sauber zu halten. Ich weiß, ich suche schwer, aber trotzdem muss man ja doch nicht den Wald hier mit dem Müll verpesten. Eine Matratze. Okay. Bis jetzt ganz gemütlich hier. Gefällt mir. Könnten wir hier campieren? Ah, mir graust der Gedanke, wenn es dunkel wird.
Na, ich komm schon. Bullet, wait up! Warte auf. Hallo. Nicht so schnell. Ah, fuck, was? Und jetzt los, was ist denn jetzt los? Hallo? Neil. Wo bin ich? Where the hell is he? No, not now. Was ist denn jetzt passiert? Get a grip, Ellis. We've gotten this far. We're giving up now. Kriegt er gerade Angstzustände? Was geschieht hier? Okay, calm down, Ellis. Everything's fine. It's all in your head. Oh, I see. Posttraumatische Belastungsstörung. Okay, 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 beruhig dich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, well. I decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. Where? Did you find something? Somewhere near to bleiben. Hang on down the einsamen Kant. Good. Yeah, lead on, buddy. Bullet. Heal. Okay. Ich habe wieder die Orientierung verloren. Vielleicht sollte ich mich doch dem Hund widmen. Ich habe keine Ahnung, von welcher Seite ich komme. Aber scheinbar brauche ich den Hund an meiner Seite. Kleiner. Du bleibst bei mir. Ja. Braver Hund. Okay. Schau. Und jetzt. Such. Okay. Yeah, good dog. Ich gehe jetzt einfach, wir folgen jetzt einfach mal dem Pfad. Denn hier sieht für mich alles gleich aus. Ist ja auch ein Wald. So viele Pfade. Also gut, man hat deswegen ja auch seinen Hund, dass der Hund uns den Weg ein bisschen weist. Hey. Yeah. Hi. Hey, Jess. Ellis, is everything all right? You don't sound so hot. No, that's good. I'm fine. It's under control. It doesn't sound like it. Ellis, maybe you should. No, I said I'm fine. Oh, beruhig dich. Yeah, of course you are. Now listen. I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Es tut mir leid. Oh, so langsam wird es echt dunkel hier. Aber die haben auf jeden Fall einen guten HDR-Effekt hinbekommen. Dass die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Ist echt gut. Was uns noch erwartet gleich. Die erste Schreckensphase wird dann gleich kommen. Kennt man das? Oh, was? Da ist doch irgendwas zu mir gelaufen. Oh, ich hasse es, wenn von hinten irgendwas angelaufen kommt. Ach, kann ich gar nicht leiden. Bärenfalle. Ja, war wohl doch nicht so geflunkert, als er gesagt hat, dass hier Bären sind. Oh Mann, jetzt wird es ein bisschen unsympathisch hier. Is that a campsite? Lager. Kamera. Beat up, but yeah, I think it still works. Oh,
Maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You know, sick little puppy for you to look after. Why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Well, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. Ooh. Did I pass out? Boy? Was geht also los? Es ist dunkel. Aber es sieht super gut aus. Okay. Bullet, ich glaube, an der Stelle machen wir einen Cut. Jetzt geht's wahrscheinlich erst richtig los. Oh Mann. Vorhin war alles so schön sonnig. Und jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Ja gut, Lust habe ich schon. Aber nicht vor dem Gekreische. Abzuatmet. Blair Witch Project in VR, was habe ich mir dabei gedacht? Es sieht sehr gut aus, das habe ich nicht gedacht. Ja, wir sind im Wald. Es war gerade so schön sonnig und jetzt wird es dunkel und jetzt geht das Spiel erst richtig los. Leider seht ihr das erst in der nächsten Folge. Aber für den Anfang hat man, glaube ich, einen guten Eindruck, was uns erwartet. Und zwar eine gute Story. Ich bin gespannt, wie krass das sein wird, wie das noch weiterkommt mit seiner posttraumatischen Erfahrung. Und vor allem, was mit dem Jungen geschehen ist, den wir jetzt eine suchen. Ob wir alleine bleiben oder ob uns noch ein paar Gestalten dazu stoßen. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.